Hallo und herzlich willkommen bei Airborne Kingdom. Ich fange jetzt gerade mit der dritten Folge an und stelle fest, unsere Wohnblöcke haben wir verbessert. Kann man gleich mal den Technologiebaum öffnen und nachschauen, was es denn noch alles so gibt. Da brauchen es weniger Wasser, Hangar, das Ressourcensammeltempo. Ja, das wäre vielleicht mal gut, wenn das ein bisschen flotter geht. Was ist hier überhaupt mit dem Auftrieb, Antrieb, kann man hier alles noch nicht. Das ist hier das Grundlegende. So machen wir einfach mal weiter. Ja, ich habe den hier runtergeschickt. Der soll mal ein bisschen Holz holen. Und hat auch schon Holz geholt. Jetzt müssen wir gleich einmal hier 5 Holz haben. Und dann schauen wir mal, wie das läuft hier mit dem zweistöckigen Bauen. Wohnblock. Ah, da kann man draufsetzen. Da setzen wir doch mal drauf. Und das werden wir jetzt einmal abstellen. Das stellen wir mal ab, damit der jetzt bauen kann. Man sieht es, null untätig. Und wir brauchen dringend neue Leute. Da war doch irgendwo ein Dorf. Und jetzt werden wir uns die mal holen. Einige der Siedler scheinen von unserer Vision angetan. Doch sie wollen sicher gehen, dass ihr neues Zuhause ein glücklicheres sein wird. Ja, der will unbedingt mitkommen. Der Aluf Quedi. Eine abenteuerlustige Seele, die von den Möglichkeiten begeistert ist und wenig will. Mindestens ein ausgeglichener Einwohner. Ja. Ausgeglichen. Ist das ein Zufriedener wahrscheinlich? Was wäre das hier? Insgesamt zufriedene Einwohner. Naja, wir haben Jubelnde sogar. Überglückliche. Ja, es stimmt hier nicht ganz überein. Aber dann werden wir einfach mal den hier nehmen. Den rekrutieren wir. Und schon haben wir hier noch einen. Und jetzt können die zwei bauen. Jetzt können die mal hier das hier fertig bauen. Und dann sollte ja das in Ordnung sein. Dann können wir beide losschicken zum Holz holen. Jetzt haben wir 10. Dann schicken wir beide los. Genau. Jetzt düsen hier gleich 2 los. Das dauert ziemlich lang hier mit den Lehmsteinen. Aber so haben die Arbeit. Das ist hier schon mal gut. Schauen wir mal so hier rein. Da sieht man, da kann man es auch schon wieder angedüst. Genau. Wie schaut es hier jetzt aus? Alles gut. Es wäre schön, wenn man hier noch sehen würde, was denn das ist, aber wahrscheinlich Kohle. Könnten wir uns dann auch noch ein bisschen was holen. Relikte haben wir keine. Ja, Wasser haben wir fast keins mehr. Wäre vielleicht dann auch einmal das nächste. Das ist die Siedlung. Da war doch irgendwo Wasser. Ah, Lehmhütte ist durch. Thank you.
So, schauen wir jetzt noch mal. Ja, da ist das Wasser. Schauen wir mal, wie viel Wald haben wir noch? 5. Ich würde sagen, die lassen wir unbedingt noch holen. Dann sind wir hier schon mal safe. Ja, oder lassen wir es gut sein hier mit dem Wald. Weg. Wo war wieder die Oase? Hier hinten. Oh, zu weit weg. Da hätten wir ja danach noch Wald. Genau. Lassen wir jetzt mal hier hinterfliegen und holen uns Wasser. Da schauen wir jetzt mal. Ja, jetzt sind wir hier schon nah genug. Und man sieht, das Wasser ist fast aus. Da kommt man sich hier schon wieder angedüst. Das ist wirklich klasse. Genau, sieht man jetzt noch 39 übrig. Ach, hier ist die Kohle. Hier, das total übersehen. Aber da haben wir ja auch Kohle vollkommen. Hier haben wir noch Holz. Weiß gar nicht, ob es hier die Kapazitäten dann irgendwann erschöpft. Ach, hier haben wir das Lager. Genau, 100 maximal. Da kann man alles wegwerfen. Genau. Jetzt wird's Wasser mehr. Das ist gut. Was ist das? Relikt? Ja, ich glaube, die brauchen wir dann später. Brauchen wir uns jetzt noch nicht kümmern. So, lassen wir es noch mal eine Runde fliegen. Jo, genau, dann nehmen wir die hier raus und holen wir uns Kohle. Wenn ich es wieder finde, zack, alle Freiern drauf. Wir sind da 25. Ja, wir können ja hier nur 18 einlagern, also 18 mehr als jetzt. Schauen wir mal hier wieder rein. Genau, aber dann geht es schneller. Lehmhütte. Ich glaube, das braucht man nicht. Lagerhaus. Okay. Erhöht die Lagerkapazitäten. Und das hier gibt es noch nicht. Ja, ich schätze mal, erst muss man diese drei so ziemlich ausbauen. Und dann kann man mit den drei Sachen weitermachen. Und dafür braucht man dann sicherlich die Relikte. Schon wieder Nachmittag.
Hier haben wir noch 13. Jetzt 23, dann würde ich sagen, das passt. Und dann werden wir uns hier nochmal ein Wohnhaus erweitern. Oder zwei. Oder drei gleich. Am besten holen wir uns nochmal drei Leute aus dem Dorf. Der ist dabei. Ja, Überglückliche haben wir ja. Jubelnde sind ja das. Und ausgeglichen sind sowieso. Können wir auf jeden Fall holen. Da werden jetzt gerade die Wohnblöcke gebaut. Oder die Wohnhütten. Einmal noch, beziehungsweise zweimal. Da haben wir noch einen frei. Wenn wir mal wieder irgendwo durchkommen. Ja, und schon ist es soweit. Will ich gleich mal vielleicht wieder einen Screenshot machen. Okay. Zack. Sehr schön. Was könnte man denn überhaupt jetzt sonst noch bauen? Nahrungsspeicher und so weiter. Mit größeren Lauern können wir weiter reisen. Ja, bauen könnten wir es. Jetzt schauen wir noch mal. Okay, da haben wir jetzt im Moment genug. Aber wir könnten natürlich schon mal hier wieder schauen, was es hier Neues gibt. Das war ja das Dorf. Da gibt es jetzt niemand mehr. Da könnte man noch ein paar Sachen holen. Lehm haben wir natürlich jetzt keinen. Aber jetzt können immerhin schon wieder vier hier runterfliegen. Dann geht's doch wesentlich flotter. Genau. Schauen wir mal hierher. Lass mal schnell das Holz holen. Ja, jetzt hätten wir eigentlich schon wieder 20. Aber vielleicht auf 30. Geht er wirklich raus und schnell? Jawohl, würde ich sagen, das passt. Sehr gut. Das war's Dorf. Jetzt schauen wir mal hier noch weiter. Kohle vollkommen. Unbekannte Ruine. Ja. Da kann man auch nicht zu weit weg hier von dem Ding. Vielleicht noch mal ein bisschen Wasser holen. Genau, holen wir mal noch ein bisschen Wasser. Es zählt ja hier nicht mit dazu. Schon wieder zurück. Ich weiß nicht, ob man es sieht.
kann man denn überhaupt die Lehmhütte ausschalten? 3 zugewiesen. Wenn, dann müssen wir... Kann man das hier hin und her schieben? Kann man nicht. Die sind anscheinend hier fest beschäftigt. Na gut, macht ja nichts. Ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge. Jetzt schauen wir mal die Karte uns an überhaupt. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Aha. Müssen wir vielleicht irgendwie in die Richtung mal fliegen. Aha, das ist der Wandteppich. Okay. Baue das Königreich der Lüfte wieder auf. Okay, das ist voll. Können wir natürlich das hier wieder abschalten. Okay, alles klar dann, dann beende ich diese Folge. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss.